Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge waren wir in Gerudo-Stadt unterwegs und haben ein paar Nebenquests gemacht. Und heute kümmern wir uns endlich mal um das Versteck der Jäger. Da können wir jetzt nämlich rein. In Ordnung, du kannst rein. Perfekt, dann sehen wir endlich mal das Versteck der Jägerbande. Du gibst mir wahrscheinlich auch wieder eine Aufgabe, oder? Nö, diese Haltung voller Autorität. Ich hatte ja gehört, dass du Potenzial hattest, aber dass du dann mitmachst und sogar zum Jägeroffizier aufsteigst. Tja, Respekt. Aber pass bloß auf, dass dir der Offizier nicht zu Kopf steigt. Gib dir Mühe und bleib immer schön bescheiden, ja? Also, wie du weißt, werden von diesem Versteck aus die Forschungen der Jägerbande im gesamten Untergrund geleitet. Hier werden Fahrzeuge mit Sonderausstattung hergestellt, Mitglieder ausgebildet und so weiter. Wir hoffen, dass du hier deine Fähigkeiten ordentlich einbringen wirst und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Stimmt, die haben hier irgendeine neue Fähigkeit, die wir jetzt lernen können hier im Ding, nicht? Was war's? Die Erdmanipulation. Kann ich mit dir reden? Sprechen, ja. In meinem Metier ist es wichtig, immer seine Waffen in Schuss zu halten. Wenn du Waffen brauchst, bist du hier goldrichtig. Tja, mein Angebot ist keineswegs nicht für meinen werten mit Bandenmitgliedern stibitzt, wenn du verstehst. Kaufst du an? Wenn du was verkaufen willst, dann mach mal hin und entscheide dich. Na gut, von den Silberleunen-Sachen kriege ich 150 pro Stück. Und beim Griok kriege ich 150 pro Stück. Kauft der alles an? Ja, der kauft alle Materialien an. Da will ich wissen, was er für. Moment. Doch hier. Wo sind die Dias? So, machen wir mal 2000. Mal 60 Stück. Wir behalten mal 60. Mal 2000 Dinger dazu gekriegt. Was verkaufst du oder was machst du hier? Ja, was für ein elektrisierendes Gefühl, hier dann direkt neben diesen Stacheln zu sitzen. Hey, du Vogel. Es ist unhöflich, Leute so anzustarren. Bist du scharf auf meine Stacheln? Ich will Stacheln. Dieses Mal habe ich ein paar meiner Lieblingsstacheln im Angebot. Also nicht wie ein günstiger im Angebot, sondern einfach zu verkaufen. Macht 100 Rubine. Hab's überlegt. Einfach zu komisch, wenn du Angst hast. Moment. Ich kaufe dann einfach die hier. Hier kann ich also sowas kaufen, okay. Nebendran Schwerter. Ein Neuankömmling, was? Hat dir Meister Kogas tragische Niederlage etwa nicht das Einkaufen vermisst? Tja, wie ihm auch sei. Dein Interesse am Pfeil und Bogen, dass du Interesse an Pfeil und Bogen zeigst, zeigt, dass du dich auskennst. Es gibt nichts Besonderes oder Besseres, um mein Ziel auszuschalten. Idealerweise zieht man natürlich auf den Kopf. Der kauft ein bisschen mehr, danke. Ich nehme alle Pfeile. Es waren 40 Stück. Nicht schlecht. Muss ich das anfackeln oder wie komme ich da weiter? Ah, hier geht's weiter. Da kam ich rein. Mit dem Offizier in der Mitte habe ich schon geredet. Dann hier. Hey, meine leckeren Bananen haben dich hergelockt, oder? Kann gar nicht anders sein. Du bist jung, aber du scheinst den lieblichen Duft von Qualität zu schätzen, zu wissen. Magst du wohl gern, was? Ich muss mir Bananen besorgen, um sie als Opfer für Meister Kuga darzubringen. Okay. Dann müssen wir da lang. Und ich kann mal dieses Zeichen wegmachen. Weil wir da ja sowieso hinkommen. Da kann ich, glaube ich, einen Deckensprung machen, schätze ich, hier rein. Glaube ich. Nö, kann ich nicht. Das heißt, da werde ich vielleicht die neue Fähigkeit, die wir jetzt hier drin lernen, gebrauchen. Frag mich sowieso, wie wir die Erdmanipulation lernen. Weil es scheint ja an sich eine neue Fähigkeit zu sein, aber auch nicht so eine wichtige, wie es ausschaut. Jetzt noch die Reifen hier dran und gut festschrauben, damit er nicht abgeht. Hey, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du mich so aus der Nähe anstarrst, ohne ein Wort zu sagen.
Ich habe damit zu tun, dieses gepanzerte Fahrzeug zu reparieren, das der Untergrundtrupp in Schrott gefahren hat. Wie? Du interessierst dich für mein Peaksmobil? Ja. Nun, wenn du das absolut nicht ausreden lässt, könnte ich dir ein neues für 1000 Rubine verkaufen. Moment, du siehst mal wie ein Liga-Offizier aus, weshalb ich dir das Gefährt sogar für günstige 500 überlassen würde. Dein Erfahrungsschatz kann bei der weiteren Entwicklung dieses Modells nur von Vorteil sein. Wenn allerdings jemand von unserem kleinen Geschäft erfahren würde, wäre das nicht gut für mich, du verstehst? Ich will das jetzt aber nicht kaufen. Lass uns erstmal. Ich kaufe später vielleicht, aber jetzt nicht. Und warum reden die mich so komisch an? Ich will doch nur mit jedem reden. Lass mich dich was fragen. Schau dir dieses geschmacklose Peaksmobil da drüben an und dann diesen Todesschlitten. Welches der beiden Fahrzeuge macht mehr her? Tatsächlich macht der Todesschlitten mir ein bisschen mehr. War eine ziemlich einfache Frage, oder? Der Todesschlitten ist was ganz anderes als diese Angeberkarre da drüben. Licht halt mit der Prise Wahnsinn, das ist nicht eine gefährliche Waffe. Was sagst du hierzu? Du verstehst diesen Wahnsinn bis in den Kern, daher würde ich dir einen neuen Schlitten für schlappe 99 verkaufen. Oh, du bist der Liga-Offizier? Na gut, für dich kostet ein neuer Schlitten natürlich nur 50 Rubine. Wie sagt man so schön, eine Hand wäscht die andere. Aber wenn jemand herausfinden sollte, dass ich derlei krumme Geschäfte mache, wäre das gar nicht gut für mich. Du hast tatsächlich 50 Rubine. Schön, ich bin froh, dass du etwas von Wert zu schätzen weißt. Wenn du jetzt noch da oben ein gutes Wort für mich einlegen könntest, zu viele Zeugen, hier entlang. Tu so, als würdest du mich nicht kennen und folge mir. Ah fuck, wir gehen raus, oder? Die Lenkeinheit gibt's noch dazu. Ach komm, jetzt habe ich den Todesschlitten gekauft. Und bin rausgeschmissen worden. Mit dem können wir vielleicht abhauen. Wenn er danach noch steht, weil ich weiß nicht, ob der despawnt, wenn ich in den Schrein gehe. Das bezweifle ich nämlich. Vermute ich nämlich, dass er despawnt. Was sehr schade ist, nicht? So. Aber ich finde es geil, dass ich hier einfach rumlaufen kann. In BOCW müsste ich hier nämlich jetzt halt erstmal Leuten ausweichen und sonst was machen. So. Machen wir einfach mal den da. Es geht hier eigentlich nichts ab. Wo gehe ich hin? Wo gehe ich gerade hin? Es könnte doch der Ort sein, wo ich vorhin die Kiste gesehen habe, oder? Gut, hier. Hä? Wo laufe ich gerade hin? Das könnte aber tatsächlich vielleicht der Ort sein. Ich warte schnell dran. Und ja, das ist tatsächlich der Ort. Nee, lassen wir's. Ich nehme hoffentlich keinen Schaden mehr. Dann würde ich bei dem Schrein, den wir dann hoffentlich ganz einfach betreten können, geheilt werden. Ich weiß eigentlich nicht, was das für ein Schrein ist. Ein Segenschrein könnte ich mir vorstellen, wenn man dafür, um hier reinzukommen und den Schrein wahrscheinlich erst betreten kann, wenn man Giga-Klamotten hat. Aber sonst weiß ich nicht. Oder muss ich, um den Schrein betreten zu können, jemanden, der vor dem Schrein steht, die Erdmanipulation zeigen? Könnte ich mir auch vorstellen. Blitzschutzhelm, Forschungstagebuch. Der sogenannte Donnerhelm ist ein Relikt der Gerudo, welches seit Generationen Königin an Königin vermacht. Der blitzresistente Helm war kurz zuvor
war zwar kurz in unserem Besitz, doch Diebeshände entrissen ihn uns kurz darauf. Wir hatten die Königin ob ihres jungen Alters unterschätzt und zahlten dafür einen schmerzhaften Preis. Machiale Riju ist eine Gegnerin, die keineswegs zu unterschätzen ist. Der Sonderhelm wurde uns zwar erneut geraubt, doch war es uns zuvor gelungen, ihn bis ins kleinste Detail zu analysieren. Wie von einem sogenannten heiligen Erbe zu erwarten, ist der Nachbau allerdings kein Pappenstiel. Insbesondere die Beschaffung von Werkstoffen mit genügender Blitzresistenz stellt ein anhaltendes Problem dar. Zusätzlich misslingt jeder Versuch, die komplexe und delikate Struktur des Helms erfolgreich nachzukonstruieren. Ich vermag nicht mehr zu zählen, wie oft mir der Blitz in die Glieder fuhr, wie viele Male ich nur um Haaresbreit überlebte. Welch Wohltat für meinen geschundeten Körper, als mich plötzlich der Bericht eines unserer Spione erreichte. Dieser Mitarbeiter, als Wanderer getarnt, hatte von einem reisenden Subjekt wertvolle Informationen gewinnen können. Das Subjekt mit eigenen Ambitionen, designerisch tätig zu werden, legte unwissend den Grundstein zu unserem Erfolg. Dank seines Tipps gelangten erstmal die Herstellung eines Blitzschutzhelmes, der dessen Namen auch verdient. Der Gebrauch des Donnerhelms der Gerudo scheint nur einen kleinen Kreis ausgewählter Personen möglich. Auch unser Blitzschutzhelm kann nicht von jedem der hergelaufenen Agenten betrieben werden. Dies hat nicht nur technische Gründe, es scheint vielmehr eine geradezu persönliche Komponente zu bestehen. Helm und Träger müssen sozusagen auf derselben Wellenlänge liegen, was leider nur wenigen Individuen vergönnt sein scheint. Ursprünglich plante ich, den Träger des Blitzschutzhelmes selbst zu schulen, wofür ich nun jedoch zu geschwächt bin. Die unzähligen Blitzanschläge haben meinen Leib an seine Grenzen gebracht und ich habe keinen Nachfolger. Ich konnte nur ein Exemplar anfertigen. Die vorliegenden Aufzeichnungen sollten meine geliebten Bande zum Sieg leiten. Möge ein mit Blitzschutzhelm gekrönter Jäger Elend und Verderbnis über das Könighaus und Harry bringen. Okay, dann kriegen wir hier also sowas. Schätze ich. So, jetzt müssen wir irgendwie hier hochkommen. Da oben ist ein Jäger. Es scheint aber ein Offizier zu sein da oben. Was machst du da oben? Ach, da ist er ja. Du bist also der Wunderknabe, wie? Schneller zum Offizier aufgestiegen als jeden Jäger vor dir. Hier trainiert der unwichtige Pöbel, aber denk nur nicht, dies wäre der falsche Ort für Lichtgestalten wie dich. Ach, was sagen, eigentlich habe ich ja nur Bewunderung für dich übrig. Aber hier gilt jeder erstmal als Anfänger. Also gut. Zeldas Verschwinden ist unsere Chance, den Kampfgeist der übrig gebliebenen endgültig zu brechen. Nur Zeldas Leib- und Magenritter Link. Das Ass ist immer noch unterwegs und geht seinen infamen Übeltaten nach. Infamen, sorry. Daher trainieren wir so hart wie noch nie. Das Früchtchen weiß sich zu wehren. Und wir dürfen nicht scheitern. Offizier oder nicht, auch du wirst alles geben müssen, um Link der Plage das Handwerk zu legen. Zeig mir, was du kannst. Mit diesem besonderen Schmuckstück, dem Blitzschutzhelm. Er ist unser heiliger Schatz, der seinen Träger vor Elektrizität schützt. Ein mächtiges Artefakt, mit dem nur ausgezeichnet geschulte Agenten umzugehen wissen. Das Training besteht aus einem Kampf mit einer genau festgelegten Dauer gegen eine Übermacht von Kontrahenten. Der Siegerpreis richtet sich danach. Sorry. Der Siegerpreis richtet sich dabei nach der Anzahl Gegner, die der Anwärter niederstrecken konnte. Also, wir können deine Körperkraft prüfen. Dann versuch mal als erstes 3 Gegner innerhalb von einer Minute zu besiegen. Gewöhnlich gilt eine Teilnehmergebühr von 100 Rubinen, aber einem lehreifrigen Neuling wie dir lasse ich sie. Eines muss dir trotzdem klar sein, mittendrin auszusteigen geht nicht. Wenn du mitmachst, dann bis zum Ende. Die Regeln bitte. Du musst eine Minute lang mit anderen Jäger kämpfen. Das ist alles. Dies ist kein Ringelpieps, jeder kämpft mit allen Mitteln. Wenn ich das zeigen gebe, heißt es Leben oder Tod. In deinem Falle ja ganz klar, besiege 3 Gegner. Ich will trainieren, ganz witzig. Dann soll das Training beginnen. Fertig machen zum Kampf gelungen. Haltet euch nicht zurück. Greift den Neuling an, als sei er Meister Kogas Ernstfeind, der schändliche Link. Wenn sie nur wüssten, dass ich's auch bin. Muss ich eine irgendeine Waffe benutzen? Ich sollte vielleicht nicht. Jede Body hier. Ha ha ha!
Gut, 18 Sekunden oder ungefähr. Genug. Beeindruckend, dass du immer noch aufrecht stehst. Du hast wie befohlen drei Gegner ausgeschaltet. Oh, gar nicht schlecht für einen Neuling. Hier nimmt dies als Auszeichnung für deine Leistung. Gigastoff, danke. Du hast dich bewährt. Versuche als nächstes 6 Gegner niederzustecken. Erzscheiße. Wahrscheinlich, je öfter du dich im Training stellst, desto stärker werden die sein. Wirst du sein. Lasse nie eine Gelegenheit auszuüben. Die Erdmanipulation ist ein Giga-Geheimnis. Nur jener, der sie beherrscht, kann wirklich einer von uns werden. 6 Gegner muss ich besiegen. Okay, 6 Gegner besiegen und dann lerne ich wohl die Erdmanipulation. Kommt alle her. Gut, hier. Ach, er hat mich getötet. Und wir hatten eine Fee. Scheiße, ich muss mich heilen, weil sonst verliere ich noch alle Feen. Oh, du hast es auch geschafft. Wirklich beeindruckend. Es scheint, wir können Größeres von dir erwarten. Vortrefflich. Du hast dich als würdig erwiesen, unsere geheime Technik zu erlernen. Deine volle Aufmerksamkeit, bitte. Nicht allen ist diese Ehre vergönnt. Erdmanipulation-Anleitung. Diese ästherisch angehauchte Anleitung offenbart die nur von Jäger-Offizieren beherrschte Technik der Erdmanipulation und ermöglicht aufgeladene Angriffe ohne Waffe. Falls mich mein Auge nicht trügt, könntest du das Zeug dazu haben, unglaubliche neue Kontrahenten zu bezwingen. Oh. Sag mal, wenn du neu trainieren willst. Gut. 9 Gegner für den Helm. Okay. 9 Gegner muss ich besiegen. Gut. Ach, Kacke, heilen war ja was. Gut, 7. Ach komm. Ein Bogen. Komm. Gut, einer noch. Alter, meine Fresse. Gut, 9. Perfekto. Damit kriegen wir jetzt den Blitzableiter-Helm. Richtig? Viele versuchten sich an diesem Training, aber du bist der Erste, der 9 Gegner ausschalten konnte. Welch Kampfgeist. Womöglich bist du sogar dem befürchteten Link ebenbürtig. Du scheinst weit fähiger, als ich annahm. Hiermit sei dir die Ehre vergönnt, unseren heiligen Schatz zu empfangen. Blitzschutzhelm, Kopie des heiligen Erbes der Gerudo. Angefertigt von Indiga. Dieser mit Topaz verzierte Helm leitet sogar die größten Stromschläge von seinem Träger ab. Sei auch fordernd fleißig und stelle dich, Link. Und stelle dich, Link sei den Untergang geweiht. Ewige Ehre dem großen Kruger. So, wer bist du, mein Freund? Bist du nicht Meister Kokas Erzfeind? Unser aller Erzfeind Nummer 1, Link? Zumindest sehen mir deine Haare so aus. Das ist nicht gut. Als Mitglied der Hiya-Bande sollten sie tiefschwarz sein. Aber wenn du arbeiten kannst, soll es mir egal sein. Wir brauchen gerade jeden, der anpackt. Jetzt mach schon. Aha. Wenn du Zeit hast, hier rumzuhängen, kannst du uns genauso gut helfen. Wir haben immer noch nicht genug Vorräte für unsere Untergrundbasen. Dieser Link-Typ hat unsere Stützpunkte verwüstet und den Nachschub an Futter und Material unterbrochen. Sorry. Und jetzt rennen alle im Untergrund rum wie aufgescheuchte Hühner. Warum muss ich das hier machen? Ich bin als Kämpfer ausgebildet. Mit Fortbildung ist sinnloser... Mit Fortbildung in sinnloser Zerstörung. Manche Typen erzählen herum, dass Master Kuga weg wäre. So ein Quatsch, er ist unbesiegbar.
Ich werde unsere Bande bis zu seiner Rückkehr vor allem Übel beschützen. Jawohl. Ah, es nimmt einfach kein Ende. Wie oft muss ich noch zwischen dem Untergrund und der Oberfläche hin und her? Das und eigentlich alles andere ist nur die Schuld von diesem Link. Was für eine blöde Frage. Link ist doch der Leibwächter von Zelda. Und er kommt uns bei jeder Gelegenheit in die Quere. Ich kann dir gar nicht sagen, wie der mich nervt. Aber wir arbeiten daran, uns im ganzen Land auszubreiten. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn kriegen. Ah, er wird niemals erwarten, dass wir uns als Bäume verkleiden, um ihn besser aufflauen zu können. Danke, wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Die Art, wie du gibst. Ich habe Gerüchte über dich gehört. Du bist richtig berühmt dafür, erwählte Träger des Blitzschutzhelms zu sein. Das hat noch kein anderer geschafft. Trage dieses Helmchen, wann und wo du nur kannst, um unser Master Koga zu legen. Es gehen Gerüchte um, dass Master Koga von Link besiegt wurde, aber das kann gar nicht stimmen. Lass dich von solchen Gerede nicht davon ablenken, die Meister zu huldigen. Moment, wäre ich hier auch reingekommen, wenn ich die Klamotten hätte? Safe, oder? Ah, wir wären hier, okay. Abgrund am Versteck der Jäger. Dass hier kein Krog war, hat mich gewundert, ne? Aber mal, hier ist halt ein Schrein. Was will man halt sonst noch verstecken hier? Aber jetzt frage ich mich, ist das hier ein normaler Schrein? Weil ich glaube ja. Werden wir jetzt gleich sehen. Im Gleichgewicht. Ist also tatsächlich ein normaler Schrein, hä? Aha. Ja, einfach im passenden Moment runter. So. So, wir müssen halt nur schauen, dass wir die Truhe nicht übersehen. Die wahrscheinlich da drin ist, oder? Die ist da drüben. What the fuck, was? Hä? Okay, und wie kann ich den Kack hier so rüberdrehen? Im Gleichgewicht. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Moment. Also ich habe vielleicht, dass ich den unten ran machen muss. Nee, ich sehe da was, was du nicht siehst. Und das ist eine Verlängerung. So. Das heißt, ich muss es daran machen, richtig? Ja. Und es hat funktioniert. Perfekt. Großes Sonanium. Und der Schrein ist damit abgeschlossen. So. Okay. Hä? Hat funktioniert, okay. War gerade nur ein bisschen verwundert. Hä, warum ist es nicht unten gegangen? Naja. Was will man machen? Aber heißt es, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Jäger-Versteck? Sind wir echt fertig? Naja.
Dann gehen wir weiter. Wo wird's denn weitergehen? Eigentlich direkt hier drüben, ne? Am Satori-Berg. Ne, ich denke, wir gucken uns jetzt nochmal im Jägerversteck ein bisschen um und dann beenden wir die Folge halt heute ein bisschen früher. Dann können wir nächste Folge nämlich am Satori-Berg anfangen, das Foto machen, was wir für den Stall brauchen. Rübergehen zur Donner, zum Donnerplateau, gucken, wie wir da reinkommen in die Höhle. Gucken dann einmal hier hinter und gehen dann hinter zu den Ornis und holen die letzten Höhlen. Ja. Da muss ich mir nur noch um den Rest kümmern. Und damit haben wir doch alles jetzt gemacht. Und ja, hier hätte ich auch reingekonnt. Ja, aber dass hier nichts ist. Wundert mich, dass hier keine Nebenaufgabe ist. Aber dann finde ich interessant, dass ich tatsächlich die Jäger-Offiziershöhle, also das Jäger-Offiziersbüro, so früh gefunden habe. Weil hätte ich das nicht gefunden, dann hätte ich die Quest da oben nicht machen können. Das heißt, ich hätte nochmal herkommen müssen. War gut zu wissen. Gut zu wissen. Und hier war nichts mehr, oder? Hier unten. Okay, da haben sie Zeichnungen von Link. Überall drauf. Na, da kenne ich nichts auf dem Papier hier. Aber naja. Gehen wir wieder zurück in den Anfangsraum. Ah, ist hier Anfangsraum. Ist der Raum mit den Fahrzeugen. Geht jetzt wieder an seinen Startpunkt. Ne, er rollt ein bisschen weiter. Okay, kann ich mich da verbrennen? Als ob. Bro, aber wieso kann man sich da auch einfach in die Flamme reinstellen? Naja, naja. Da wissen wir wenigstens, dass sie auch daran gedacht haben. Wenn sich Leute einfach in Flammen in Kelchen reinstellen. Da muss man auch erst dumm genug sein, um es zu machen, ne? Können wir gleich überprüfen, ob unser Fahrzeug noch draußen steht, was wir gekauft haben. Safe nicht. Nö. Ey, sie haben echt wieder zugemacht. Ne, haben sie nicht. Haben sie nicht. Aber was ist denn das da für ein... Das ist nämlich als Thumbnail. Aber was sind das für Statuen? Kann ich denke ich wegbrennen? Geht. Ah. Da war ja noch ein Versteck drin. So. Holzpfeil. Das Sarschin-Kurzschwert. Da kann man eigentlich auch gleich noch kurz Synthese benutzen. Ich will nur wissen, wie viele Waffen ich habe, wo ich Synthese drauf machen kann. 2. Weil das ist die Lichtschuppenlanze und unser lieben Adlerbogen bringe ich off-cam mal in unser Haus rein und stelle es da rein. Ah, was war es? 2. 2 Waffen können wir machen. Maldora. Immer die 2. Ich glaube, Maldora hat mit sich noch nicht an der Waffe dran. Wenn mich nicht täusche. Ach, das ist... Das ist jetzt ein Langschwert. Ah, okay. Okay. Dann, was war die Waffe davor? Das Schwert da drüben.
Da will ich nicht kaufen. Der verkauft nichts mehr, weil ich die Pfeile leer habe. Der da oben verkauft Schwerter. Der Bananen. Nö, da würde ich tatsächlich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge sehen wir uns am Satori-Berg wieder. Ciao. Euer Gladius.